Dieses Video wird unterstützt von OneFootball. Wer die App noch nicht hat, könnt ihr euch gerne kostenlos downloaden. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute? Herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit Real Madrid, Leute. Weiter geht es. Wir haben in der letzten Folge Messi verpflichtet. Wir haben in der letzten Folge im Pokal gegen Real Madrid gewonnen. Und heute wollen wir mal wieder den FIFA-Fail sozusagen, ich würde schon fast als FIFA-Fail bezeichnen, und zwar Christian Eriksen ablösefrei verpflichten, Leute. Vorher noch, lasst mir mal gerne ein Like, da macht ihr eine Milliarde Likes für dieses Jahr. Falls du nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, Leute, um nichts mehr zu verpassen. Checkt mal gerne meinen Shop aus. Nice Design, schwarz-weiß als T-Shirts, Pullover gibt's in Orange, gibt's in Rot, Grün und Blau in den vier Farben als T-Shirts, Pullover. Die neuen Designs sind in vier Farben. Die alten Designs sind in vier Farben und viele weitere Sachen. Checkt's aus, Leute. Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice LED-Lampe haben wir noch am Start. Leute, Handyhüllen gibt's auch. Orange, Blau, Rot und Grün. Und natürlich wie immer noch eine gratis Autogrammkarte für euch am Start, wenn ihr Lust habt. Checkt's gerne mal aus, Mann. Ich würde mich freuen. Okay, dann schauen wir doch mal. Also, 290.000 bis 460.000 Wochengehalt. Kann man mal machen, Digga, aber ich glaube, wir kriegen ihn günstiger. Es steht da immer und wir haben, glaube ich, immer nur so 200, 250.000 gezahlt. Ja, ich würde sagen, das machen wir direkt. Das Ding ist, ich würde es, glaube ich, als Fail bezeichnen, weil erstens mal läuft in jeder Karriere, ich habe den jetzt, glaube ich, das ist jetzt die dritte Karriere hier in der Realkarriere, wo wir den, glaube ich, ablösefrei verpflichten. Ist zwar irgendwie kacke, aber auch irgendwie unnötig, wenn man es nicht machen würde. Wisst ihr, was ich meine? Weil das ist ein Hammer-Spieler einfach, den man ablösefrei bekommen kann. Und das ist ja unnötig, wenn man das nicht macht. Und wie gesagt, in drei Karrieren hat Tottenham nicht geschafft, den Vertrag zu verlängern. Und in drei Karrieren kam nie ein anderer Verein und wollte Eriksen ablösefrei verpflichten, was ich gar nicht checke. Macht für mich null Sinn. Zum Beispiel auch jetzt, guck mal, ich habe das die ganze Zeit vergessen. Mir ist das jetzt letzte Folge erst eingefallen, dass es den ja ablösefrei noch gibt. Und es ist ja jetzt schon die, wir sind ja einen Tag vorm Deadline-Day. Das heißt, ein Monat knapp lief die Transferphase schon. Und es ist keiner auf die Idee gekommen, Christian Eriksen ablösefrei zu verpflichten. Und es gibt ja unzählige Vereine, die die finanziellen Mittel dazu auf jeden Fall hätten. Weil man braucht im Endeffekt ja nur das Gehalt zahlen. Auch wenn das natürlich jetzt nicht so gering ist und den Einstiegsbonus. Aber es geht ja trotzdem klar. Man spart sich ja trotzdem. Ich meine, der hat einen Marktwert von ungefähr 60, 70 Millionen. Das heißt, du kriegst locker 80, 90 Millionen teilweise. Vielleicht sogar 100, 110 für den. Du kannst ihn ja sonst vom Ding ja nur ein Jahr verpflichten und dann direkt wieder verkaufen. Deswegen, das ist mein Geheimtipp an euch, Leute. Wenn ihr eine Karriere habt, auch wenn es nur so eine mittlere Mannschaft ist, Leute, ne, haltet euch mal so 200 bis 300.000 Gehaltsbudget und ein paar Millionen übrig, um in der Winterpause dann Christian Eriksen ablösefrei zu verpflichten. Entweder ihr behaltet ihn dann selber für euer Team oder ihr könnt ihn halt in der nächsten Transferphase ein Jahr später dann für 100 Millionen verkaufen oder so. Ganz einfache Geschichte. Kann man auf jeden Fall, denke ich mal, so angehen. Freigabe so, wenn wir erstmal übergehen. Ah, der will 143 Millionen. Ah, es geht aber eigentlich, würde ich sagen, oder? Ja, 143 Millionen ist okay. Ich glaube nicht, dass jemand zahlen wird. Nehmen wir mal an. Die 143 Millionen nehmen wir mal an. Kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand zahlen wird. Wie gesagt, das wäre ungefähr das Doppelte an Marktwert von Eriksen. Der will sogar nur 200.000 Gehalt. Alter, chillig. Einstiegsbonus 2,1 und nach 25 Toren will der 9 Millionen. Okay, ich bezweifle, dass er 25 Tore machen wird, aber wir gehen mal trotzdem hier nochmal runter. Sagen wir mal 1,2 Millionen auf 5 Toren. Und hier gehen wir auf 2 Millionen glatt. Ah, scheiße, wir dürfen nicht zu... Ah, ich bin so dumm, ne? Oh, Alter, er nimmt's an. Digga, mir ist mal gerade aufgefallen, Alter, wenn wir jetzt verkackt hätten, Leute. Wir haben ja keine Zeit mehr. Scheiße, Alter, ich hätte eigentlich gar nicht so groß hier verhandeln dürfen mit ihm. Christian Eriksen kommt also ablösefrei zu uns, aber natürlich erst nach der Saison, also in der Sommertransferphase in 6 Monaten, kommt er dann zu uns. Boah, ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, weil wenn der Deal jetzt gescheitert wäre, hätten wir ein großes Problem bekommen, weil wir nur noch 2 Tage und dann ist der Deadline-Day haben und dann ist die Transferphase ja schon vorbei, Alter. Shit, das heißt, dann hätten wir den nicht mehr ablösefrei verpflichten können. Aber ich bezweifle, dass irgendwie ein anderer Verein, obwohl man kann mit ablösefreien Spielern ja auch während der Saison, also während der Saison verhandeln. Man muss dafür jetzt nicht auf die, also man kann ja generell mit anderen Spielern auch während der Saison verhandeln. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Aber die Chance wäre natürlich dann da gewesen, dass ein anderer Verein in der Zeit noch hergegangen wäre und gesagt hätte, gut, wir holen uns den guten Eriksen, auch wenn es bislang noch kein Verein gemacht hat. Also von daher weiß ich nicht, ob da überhaupt noch ein Verein gekommen wäre.
Naja, egal. Jetzt haben wir ihn klar gemacht, von daher alles gut. Brahim wurde ausgeliehen und zwar zu Inter Mailand. Ein Jahr. Ich hoffe mal, er wird da ein bisschen spielen, weil wäre bitter, wenn er da nicht so viel spielen würde. Wäre schon echt schade eigentlich. Weil gutes Potenzial hat der Kollege, muss man ja so sagen. Wir schauen mal ganz kurz unsere Jugendmannschaft an. Der ist echt eine Maschine, Mann, ne? Der ist eine richtige Maschine, aber der ist halt übertrieben klein mit 1,67. Aber gut, der ist 16. Da sehen sich Spieler wachsen aber nicht mehr. Das wäre zum Beispiel geil, wenn das in der Karriere noch, wenn das mal eingeführt werden würde, dass die Spieler dann auch teilweise, wenn die 16 sind, vielleicht noch ein bisschen wachsen können, weil mit 16 ist man noch nicht ausgewachsen. Von daher, naja, könnte man mal dran arbeiten, EA, ne? Nur mal so als Tipp, ey. Wer weiß, ey. Vielleicht wachsen die Spieler bald noch. Aber sonst eigentlich keiner, den ich jetzt... Ja, der könnte man vielleicht überlegen, der ist 1,90, der ist zum Beispiel eine absolute Kante. Wenn das so bleibt, könnte man mal überlegen. Also die beiden sind so im näheren Fokus, jetzt sagen wir mal bei uns hier. Sonst, momentan muss ich sagen, keiner so wirklich. Aber gut, wir warten ab, Leute. So, 10 Stunden laufen Deadline. Day Zielinski geht für 26,4 Millionen zu Hoffenheim. Es hat, was, Piotr Zielinski, also da ist er doch. Heißt der Piotr mit Vornamen, Digga? Wusste ich gar nicht. Piotr, wie viele Fußballer ist eigentlich Piotr, Alter? Kennt ihr noch Piotr Truchowski? Absolute Legende, Mann. Absolute Legende damals gewesen. Wo hat der nochmal gespielt, Piotr Truchowski? War der nicht sogar auch bei Hoffenheim? Nee, Truchowski? War nicht sogar bei... Nee, bei Stuttgart war der. Bei Stuttgart war der und... Ich meine, der war sogar bei Bayern, Truchowski. Ich meine, der war sogar bei Bayern, Alter. Aber Stuttgart war der, glaube ich, seine längste Zeit. Wer ist das denn hier? Sevilla verpflichtet Brooks Lennon für 1,2 Millionen. Wer ist das denn, Alter? Keine Ahnung, Talent. Eigentlich Talent. Talent gescout. Alter, 284 Millionen schon nach 2 Stunden. Gut, das ist nicht schlecht am Deadline Day. Und diese Transfers zählen ja nicht dazu, ne? Also Messi und Kanté zum Beispiel. Diese Transfers zählen natürlich jetzt nicht dazu, weil hier werden nur die Transfers, die auch dann wirklich am Deadline Day passieren, gezählt. Und Alter, wir gehen ja echt schon nach 3 Stunden 300 Millionen. Das ist schon nicht schlecht, ey. Könnte ein neuer Rekord vielleicht werden in der Wintertransferphase. Eigentlich habe ich da immer so 500 bis 600 Millionen. Aber gut. Könnte vielleicht, wenn es so weitergeht, Digga, das könnte wirklich ein neuer Rekord werden. Schon bei 400 Millionen. Irgendwas passiert hier alles. Wen hat sich Atletico geholt? Schauen wir mal ganz kurz. Hä? Digga, warum kommt da nichts mehr? Ah, hier. Mendy haben die sich geholt von Manchester City. 24 Millionen. Warum hat City den für so wenig Geld abgegeben? Naja, gut, Alter. Femina geht zu RB Leipzig für 5,9 Millionen. Können wir mal ganz kurz schauen hier. Zack, wir sortieren mal ganz kurz nach. Zack. Nach Neuheit. Quatsch. So, hier, nach Neuheit. PSG hat Kimpembe verkauft an Chelsea für 43 Millionen. Ist das denn hier Lomp? Ablösefrei. Wir schauen mal, was noch so passiert ist. Das haben wir gerade gesehen. Mendy. Semedo. Für 37 Millionen an PSG verkauft. Semedo. Eigentlich nicht schlecht, für den Preis eigentlich ganz gut. Lacazette für 58 Millionen zu Valencia gewechselt. Januzaj, früher Talent gewesen, für 18 Millionen zu Manu. Der war doch bei Manu, Alter. Sie haben den zurückgeholt jetzt. Ich meine, der war bei Manu. Rodriguez zu Ajax, sonst noch passiert. Oh, Bailey zu Juve für 53 Millionen. WTF, kann ich mehr lesen. Noch was passiert. Eigentlich müssten noch ein paar fette Transfers passiert sein. Doucouré für 32 Millionen zu Dortmund. Auch nicht wenig. Zielinski haben wir gerade schon gesehen und das war es schon. Hä? Digga, irgendwie ist nicht, Alter. Eigentlich hätten da noch ein paar Transfers passieren müssen, Mann, weil bislang ist ja einiges passiert hier. 400 Millionen. Frage ich mich, wie die gerade zusammengekommen sind, aber gut. Naja, könnte ja wirklich ein neuer Rekord werden, Alter. 470. Leihgebot für Vinicius. Boah, ist die Frage, Alter. Macht man das? Soll man ihn verleihen? Boah, wäre das jetzt ein Leihgebot für Rodrigo, hätte ich gesagt, okay. Kann man mal überlegen. Auch wenn Vinicius so eine Laie vielleicht auch gar nicht schlecht wäre. Der spielt natürlich hier in unserer B11. Obwohl unsere B11 dann natürlich auch wieder relativ geschwächt wäre, ne? Aber dann hätten wir eigentlich keine Flügelspieler für unsere B11. Also von daher würde ich sagen, behalten wir ihn lieber. Ist ja jetzt nicht so, dass Vinicius bei uns zum Beispiel gar nicht spielt. Der spielt ja schon häufig in der B11. Von daher werden wir, glaube ich, behalten, Leute. Aber warte mal, wir müssen das mal umstellen. Rodrigo kann auch rechts spielen. Und Vinicius kann nur links spielen. Dann machen wir das mal so. Hier ist ein bisschen besser wahrscheinlich. Fühlt er sich vielleicht noch ein bisschen wohler. Warum spielt Gauthier hier eigentlich? Schwacher Fuß, 5 Sterne. Haben wir da keinen anderen? Eigentlich können wir Milinkovic spielen lassen. Ne? Warte mal. Wir packen da mal Milinkovic rein, der ja momentan nicht mehr in der A11 spielt. Das heißt, er kann jetzt hier in der B11 wieder an den Start gehen. Gauthier packen wir aber mal wenigstens hier mit auf die Bank für Varane. Hernandez, Ramos. Warum spielt Ramos, Digga? Aber wir haben keine Innenverteidiger. Warte mal, wir könnten vielleicht nur überlegen...
einen Innenverteidiger zu holen. De La Fuente haben wir. Ach so, Militao ist er eigentlich verletzt, sonst hätten wir den ja, ne? Na gut. Ja gut, aber wir kriegen für 30 Millionen, kriegt man halt kaum noch einen Innenverteidiger eigentlich. Einen Innenverteidiger könnte man vielleicht noch überlegen, eventuell zu holen, aber da gibt es ja nur die Klassiker, Alter. Konaté, Upamecano und so weiter und so fort. Mal gucken, wo Konaté gerade spielt. Ist er noch bei RB Leipzig? Wo ist er? Hier, Ibrahima. Konaté, ist er noch bei Leipzig? Ne, ist bei Leverkusen jetzt. Oh, okay. Dann schauen wir mal Upamecano. Das sind ja dann wieder die Klassiker, die man halt auch für die 30 Millionen, die wir jetzt sagen wir mal ungefähr noch übrig haben, die man dann dafür auch kriegt. Ah, okay, Upamecano können wir verpflichten. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir das Ganze mal an, glaube ich. Upamecano, einfach nochmal so als Backup für die Innenverteidigerposition, wird, denke ich mal, nicht verkehrt sein. Hoffentlich. Aber ich glaube, Upamecano könnte schon ganz nice sein. Vor allem kriegen wir den noch für unsere 30 Millionen. Ich meine, die brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Haben wir jetzt eh übrig, wir wissen nicht genug über den. Ja, aber den kriegen wir für 30 Millionen, weil wir brauchen ja eh unsere 30 Millionen jetzt. Wie viel haben wir noch genau? 32. Die brauchen wir jetzt nicht übrig halten oder so, ne? Von daher werden wir das, denke ich, mal angehen. Das war's aber erstmal von der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal gerne ein Like da, lasst mir mal gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, Leute. Checkt mir auch gerne meinen Shop aus. Nice Designs, schwarz-weiß als T-Shirts, Pullover gibt's wie immer in Orange. Gibt's natürlich auch in Rot, Grün und Blau. Die neuen Designs hier, die vier Camouflage haben, in den neuen Designs, in den alten Designs gibt es auch Kissen, Tassen, Dormbeutel, nice LED-Lampe haben wir noch am Start. Handyhüllen, Leute, gibt es auch. Orange, Blau, Rot, Grün. Und gratis Autogrammkarte gibt es auch zur Rabestellung dazu. Also, wer Lust hat, abchecken. Ja, ich würde mich freuen. Und dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, bei der nächsten Folge wieder. Ich hoffe es doch, Leute. Ja. Macht's gut, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid am Start. Und ciao.